In einem meiner letzten Videos, da habe ich diese Titan-Armbrust hier vorgestellt und habe gesagt, ich möchte auf 100 Meter schießen. Heute tasten wir uns an und schießen auf 40 Meter. Und wenn du wissen willst, wie cool das geht und was du für Weitschüsse brauchst an Ausrüstung, ja, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der Rani Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus waldurlaub.at. Ja, ein Bushcraft-Areal von mir und ja, wir wollen diese Titan ja mal ausprobieren auf weitere Distanz. Ich werde mit Feldspitzen schießen, aber auch mit diesem, ja, mit einem Botkin, mit einem Fang und mit einem Deep Impact von der Firma Steamboat. Das heißt, wir werden einmal auf die Distanz schießen und schauen, wie die Präzision ausschaut. Dazu habe ich auch ein anderes Scope montiert und wir werden uns dann auch anschauen, was an Energie so weitergeht. Das Ziel ist, dass wir damit auf 100 Meter schießen. Und ich habe mich jetzt mal auf 50 Meter, gehen wir mal ran. Und dann, wenn das Wetter noch besser ist und es wird jetzt schon langsam kühl, im Sommer, ja, da schauen wir uns dann die 100 Meter und sogar darüber an. Aber eines ist klar, bei meinen Tests habe ich eines festgestellt. Bei dieser Titan, die ich übrigens schon mal vorgestellt habe, das tue ich jetzt nicht, die ganzen technischen Daten unterhalb von dem Video ist der Beschreibungstext. Ja, da kriegst du den Link in meinen Shop. Dort ist ein Video, wo ich die Schritt für Schritt vorstelle. Kann sich jeder anschauen, den es interessiert. Also das mache ich jetzt nicht mehr. Aber der Punkt ist ein ganz anderer. Da ist ein Zielfernrohr dabei, ein 4x32 oder 36, so irgendwas, ja. Und das ist ja auch okay und für nahe Distanzen ist das kein Thema. Aber das Ziel, das ist da unten, ganz unten. Ja, da schießen wir jetzt dann nachher auch gleich hin und werden das noch ein bisschen nachjustieren, damit man auch wirklich schön trifft. Da ist dieses klassische Zielfernrohr, das geht gerade noch bei 50 Meter. Ja, das sind hier jetzt 50 Meter. Bei 100 Meter, denke ich mal, wird es das nicht mehr spielen, wenn man nämlich auf ein kleines Ziel treffen mag. Schau, wenn ich ein Scheunentor treffen mag, brauche ich auch nur so drüber halten. Aber ich habe jetzt hier das Hawk XP1 im Einsatz. Das ist, und alles, und das ist billige Eigenwerbung, möchte ich gleich dazu sagen, alles, das, was ich da dazu gibt es natürlich bei mir im Shop. Und bei diesem Teil, hupsi, das wollte ich jetzt nicht halten, ist es so, dass du die Vergrößerung einstellen kannst. Ja? Das wird mit Feet per Second angegeben, das heißt, umso schneller ja, kann man diesen Drehring hier hin und her bewegen, aber im Endeffekt ist das die Vergrößerung. Das geht von 1,5-facher Vergrößerung bis hin zu 5-facher. Ich habe auch andere Hawk und auch grundsätzlich andere Anbieter und Hersteller. Ich habe 8-faches zum Beispiel, aber das ist mir zum Beispiel auf die 50 Meter und eigentlich auch auf die 100 Meter, die man auch angehen werden, ein bisschen zu viel des Guten. Das hier ist ein guter, ja, ein guter Kompromiss. Hätte auch ein Leuchtabsehen, das werden wir aber nicht machen. Aber jetzt halte ich das Maul und wir schießen mal auf 50 Meter. Na gut, der Schießsack, der ist da unten auf 50 Meter. Und ich habe ja schon einmal ein Video an dieser Position hier gemacht mit der Raven. Da habe ich fälschlicherweise angenommen, dass es 70 Meter sind. Das stimmt aber nicht. Ich habe es mit einem Maßband ausgemessen. Es sind genau 50 ab dieser Position. Und da gab es viele böse Kommentare, so nach dem Motto, du kannst doch da nicht runterschießen, was ist, wenn da ist eine T-Kreuzung und was ist, wenn da irgendjemand kommt und du ihn erschießt? Erstens eine Sackgasse hier, zweitens, da hinten, da habe ich mein Fahrzeug hingestellt, damit kein Auto, weiß ich nicht, mit 500 Stundenkilometer da rauf brausen kann und her brausen kann und sich da unten auf meinem Parkplatz hinstellt. Da ist keine T-Kreuzung, das ist eine Sackgasse und ja, also immer aufpassen beim Schießen. Gut, 50 Meter Entfernung, schauen wir mal. Schön, also schön ausatmen. Also ich schieße immer so, dass ich ausatme. Und den Atem anhalte, was mir eigentlich extrem schwer fällt. Ich muss immer blöd reden. Und dann schieße ich. Ja, schauen wir mal. Getroffen habe ich mal. Naja, ich sehe es schon von da. Ich bin mit dem Ergebnis nicht unzufrieden eigentlich. Ja? Also schau mal her, da habe ich herzielt und da ist der Pfeil eingefahren. Wie gesagt, bin damit nicht unzufrieden. Das funktioniert sehr, sehr gut.
Ich habe hier 20 Zoll Pfeile, auch passend von EK dazu. Ich meine, du kannst auch andere Hersteller wählen, das ist alles überhaupt kein Thema. Das funktioniert sehr gut. Wir werden dann nachher auch abschrauben und einmal mit anderen Spitzen schießen auf andere Ziele. Aber das passt einmal ganz gut, also das ist in Ordnung. Und wichtig war mir ganz einfach vorher, mit dem Zielfernrohr, was ich sagen wollte, mit der Vierfachvergrößerung ist das einfach, das kannst du dann vorstellen, du siehst das im Zielfernrohr so, ja. Und das ist ein Schaß in Wahrheit, ja. Und daher, wenn ich ein bisschen näher rangehe, zum Beispiel mit der Fünffachvergrößerung, dann schaut es ungefähr so aus, ja. Dann sehe ich auch schon diese Details hier. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich zum Beispiel auf 100 Meter schießen müsste, das ist, wenn da hinten jetzt das Auto, was du da hinten vorher gesehen hast, da habe ich übrigens auch einmal ein Video gemacht, mit der Wärmebildkamera, mit meiner Frau, die da herumläuft, da gebe ich da oben den Link bei dem i klicken für die Wärmebildkamera. Aber da steht das Fahrzeug und das sind 70 Meter jetzt, wenn ich wieder zurückgehe, ja. Bisschen mehr, 75, ja. Und wenn ich mir jetzt das vorstelle auf 100 Meter, so noch einmal dahinter, und ich möchte auf so ein kleines Ziel treffen, da ist die vierfache Vergrößerung für mich schon ein bisschen zu wenig. Na gut, dann wollen wir mal schauen, welche Power dahinter steckt. Das ist ein Eisklotz. Oh, 10, 20 cm stark. Ein Eisklotz. Ja, und den will ich jetzt beschießen. So, gespannt habe ich wieder. Da unten ist das Ziel. Lass mal es krachen. Ich bin gespannt, ob da noch genug Power dahinter ist. Auf diese 50 Meter. Schau mal hin. Okay, also steckt schön drin. Also durchgeschlagen ist es nicht, hat es nicht. Aber steckt da. Ja, schau her mal. Das schauen wir uns gleich an. So weit ist es jetzt in diesen Eisklotz reingefahren. Was ist, wenn wir einen Broadhead setzen? Hm? Was passiert dann? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welches von meinen Broadheads ich nehmen soll. Den Botkin oder diesen Fang, diese zweischneidigen, ja, oder den Deep Impact. Probieren wir den einmal. Gibt's natürlich alles bei mir im Shop. Link findest du unterhalb von dem Video. Ich bin gespannt, was passiert, wenn der einfährt. Denn durch den Druck, der da drauf geht, fahren hier ja Klingen aus. Ob das den Eisblock zerreißt? Also ich könnte mir ja vorstellen, dass der kaputt wird durch den Eispflock, denn für das ist er natürlich nicht gedacht. Das ist eigentlich eine Jagdspitze. Ja, ich bin auf jeden Fall trotzdem gespannt, was da jetzt passiert. Naja. Das hat schon ein bisschen mehr gemacht, schau mal, ja. Der Teil vom Eis ist gleich einmal abbröckelt und das ist natürlich jetzt blöd. Das kriege ich aus dem Eis gar nicht raus. Da gehen nämlich diese Spitzen auseinander. Da muss ich jetzt ehrlich gesagt warten, ja, bis dieser Eispflock geschmolzen ist. Das wird eh nicht lang dauern. Aber ich kriege das gar nicht mehr raus, weil das da drin steckt. Aber anscheinend entsteht da viel mehr Energie als bei einem, logischerweise, scheinbar, na logisch, ist eh ganz klar. Also da tut sich einfach mehr im Ziel als bei den normalen Übungsspitzen. Ich bin ein verspielter Hund, wie man so schön sagt. Ich will es mit den Botkins auch wissen. Die sind natürlich deutlich schwerer. Da tut sich so einiges. Das ist übrigens, wie schon erwähnt, ein 20 Zoll Pfeilbolzen. Und der passt auch in diese Titan vorne genau rein. Das geht sich jetzt aus, ja, das ist überhaupt kein Problem. Kannst natürlich auch längere Pfeile nehmen, aber so 20 Zoll, wenn du irgendwas drauf montieren willst, macht Sinn. Na, schauen wir mal, wie das wird. Wo ist denn der? Wo ist denn jetzt was? Wer ist jetzt wer? Ah, schau mal her, jetzt brauche ich doch nicht warten.
bist geschmolzen. Das sind diese Deep Impact, ja. Schau mal, ja, so gehen die auseinander und daher habe ich die auch nicht rausgekriegt. Die schneiden da so richtig rein. Also das ist zum Beispiel, ich weiß, dass Bogen- und Armbrustjagd in Deutschland und Österreich verboten ist. Es gibt aber einige Nachbarländer, wo das machbar ist oder erlaubt ist. Und da wäre das natürlich... aber der Botkin, der ist durchgefahren. Ja. Der hat die Gartenerde hat er jetzt nicht erwischt, die wir dann brauchen heuer fürs Anbauen von unseren Selbstversorgerpflanzen. Ah, übrigens, schau mal her. Ich weiß, dass es das vielleicht nicht so interessiert, aber die ersten Brennnessel kommen schon raus. Ja, heute haben wir den 20. Ja, den 20. Februar. Also da kommt schon das eine oder andere, also der Frühling, der beginnt. Aber die Botkin-Spitze, um auf das zurückzukommen, die ist absolut irre. Absolut irre. Und ich meine, wenn wir schon dabei sind, dann können wir den Fang auch gleich probieren, oder? Es steht zwar jetzt nur mehr die Hälfte da von diesem Eisklotz, aber ich denke, dass das ausreichend ist. Und jetzt mag ich das auch noch einmal herzeigen, schon mal her. Also du kannst den auch querstellen. Ja, wie gesagt, die 20 Zoll Pfeile sind lang genug, wenn du was montieren willst, weil diese Frage auch immer wieder gekommen ist bei unserer, ja, bei unserer Armbrust hier. Ich bin gespannt, ob ich treffe. Ich bin gespannt. Ja. Ja, ich habe getroffen und habe jetzt noch das letzte Scherzerl sozusagen runtergeschossen, wie man so in Österreich sagt. Also es hat super funktioniert. Die Spitze ist auch noch total heil geblieben. Rawumsti, kabumsti. Und ja, ich meine natürlich, man darf da jetzt das nicht mehr so 1:1 übernehmen, weil der Klotz einfach nicht mehr komplett war. Das ist ganz klar. Aber trotzdem, auch bei diesen Fangspitzen, da ist Energie drin. Ja, also ich finde, es hat Spaß gemacht. Also gleich dann zur Armbrust und zu dem Zielfernrohr. Also das Botkin, auch der Fang und auch natürlich diese Impact, Deep Impact, die sind auch cool. Ja. Gebt unten den Link in meinen Shop, dort kannst du die erwerben. Also das hat einmal alles gut funktioniert, aber jetzt zur Armbrust, das war ja unser Ziel. Wir tasten uns an unsere 100 Meter ran und die Armbrust macht alles mit. Das ist einmal super, da gibt es überhaupt nichts zum Sudern, wie man so schön sagt. Und auch dieses Zielfernrohr, dieses Hawk XB1, gibt es natürlich auch bei mir im Shop, ist klar, das bewährt sich halt schon. Ja, also das hat schon einen Vorteil gegenüber dem Standard. Das Standard-Zielfernrohr ist auch cool. Aber da ich halt hier über diesen Regler ja, die Vergrößerung einstellen kann, ja, das ist halt schon ein gewisser Vorteil. Besonders wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte auf so eine Distanz schießen und wenn wir dann die 100 Meter angehen, dann würde das kleine Zielfernrohr ganz einfach nicht mehr genügend Vergrößerung mitbringen, damit ich das Ziel auch wirklich schön und kleinräumig treffen kann, das ist der Hintergrund. Das heißt jetzt nicht, wenn du diese Titan, diese leichte Armbrust hier dir checken willst, weil die ist wirklich leicht im Vergleich zu vielen anderen, die ich habe, dann kannst du natürlich einmal mit dem Standardscope anfangen. Wenn, und das ist häufig die Frage, wenn man auf 100, 150 Meter schießen will, dann wird es mit dem, das dabei ist, ganz einfach nicht mehr so gut gehen. Da empfehle ich zum Beispiel dieses Teil hier, funktioniert irrsinnig gut. Das war's jetzt. Das war's. Wenn dir das gefallen hat und du auch die 100 Meter mit der Titan sehen willst, ja, dann lass mir ein Abo auf jeden Fall da. Daumen nach oben oder nach unten. Schreib mal einen Kommentar, das wäre auch ganz, ganz toll. Und natürlich, wie immer, den Link in meinen Shop kriegst du auch. Abo dalassen, da geht's zu der Titan, aber andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann. Bis bald und ciao.